So, die lyrische Horrorente, gekleidet in einem Angler-Outfit mit der Axt im Schlepptau, konnte zusammen mit seinem Label Trillfingers den nächsten Erfolg einheimsen. Nachdem sich der erste Longplayer von Entertainment Feder Gottes bereits Platz 10 sichern konnte, erstürmt sein neues Album Teufel sei Dank Platz 4 der Media Control Charts. Damit konnte Entertainment seinen aufgebauten JBB-Hype auch in verkaufte Boxen und Streaming-Erfolge direkt umsetzen. Entertainment musste sich rapmäßig nur den derzeit gehyptesten Rapper Mero geschlagen geben, der zeitgleich sein Album Ja Mero Ja Hero releaste. Entertainment hat ein super starkes Album abgeliefert mit sehr starken Thementracks, einer Rap-Technik, mit der er zu den 10 besten Rappern Deutschlands gehört, meiner Meinung nach. Leider wurde das Album innerhalb der Rap-Szene kaum beachtet. Es gab nur wenige Rezensionen oder Rapper, die sich zu dem Album bisher geäußert haben. Vielleicht wird hier versucht, Ente etwas klein zu halten, weil viele Leute da draußen bereits beim ersten Album gesehen haben, was die Punchline-Ente zustande bringen kann. Entertainment schafft es in die Top 5 der Charts, ohne sich aktuellen Musikrichtungen anzubiedern, sondern er zieht sein Ding straight durch, starke Texte, starke Lyrik und starke Punchlines. Auf meinem Kanal könnt ihr euch von Entertainments Punchline-Fähigkeiten überzeugen. Ich habe eine Punchline-Top-Liste zu Teufel sei Dank gemacht, wo ich euch die besten Punchlines erkläre. Ich verlinke euch das Video dazu unten in der Videobeschreibung. Wie hat euch Entertainments Album Teufel sei Dank gefallen und was war euer Lieblingssong? Bei mir war es 1312 zusammen mit Koala, der diese unfassbar starke Hook schmettert. Um Entertainment wird es auch in Zukunft nicht ruhiger werden. Er bestätigte in einem Interview, dass er wahrscheinlich auch auf dem Album Analyse 2 von Julians Blog aka Julian Boss vertreten sein wird. Julian Boss ist dann auch schon der Übergang zum nächsten Künstler in dieser Rap News Folge, nämlich Tymatic. Der diesjährige JBB-Gewinner, der ein wenig durch den Verlauf des JBBs untergegangen ist, veröffentlichte vor kurzem sein Snippet zu seinem bald erscheinenden Album Hyäne. Auf dem Snippet ist dann auch Julians Part zu hören, zumindest ein ins Mic gespittetes Wort. Ich spiele euch das mal kurz ein. Ich will, dass du Scharmutter Kalasch frisst. Akkurat ans Gesicht, mach Mutter Kalasch drückt. Streifschüsse, dich verfehlen Patron. Könnte gerade walten lassen und dein Leben verschont. Auch mit Messer zum Schutz laufen Rapper geduckt. Ich verfehle gezielt, aber treff, wenn ich muss. Das sind Streifschüsse, dich verfehlen Patron. Könnte gerade walten lassen und dein Leben verschont. Auch mit Messer zum Schutz laufen Rapper geduckt. Ich verfehle gezielt, aber treff, wenn ich muss. Yeah. Tymatic versteht es, den Hype um sein Album durch das Snippet aufzubauen, denn neben Julian Boss gibt es auch ein Feature mit dem besten YouTube-Rapper Deutschlands, der auf den Namen Reportagen hört. Falls euch das Album-Snippet von Tymatic gefallen hat, dem verlinke ich das Album unten in der Videobeschreibung. Falls euch diese Rap-News gefallen haben, lasst einen digitalen Daumen da, abonniert diesen Kanal für weitere Rap-News, Punchline-Toplisten und Interviews. Danke euch fürs Zuschauen und bis bald.